Hey Leute, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin Mausakrobat und ich habe für euch heute eine Mischung aus Gameplay-Video und ein vielleicht klein bisschen Theorie. Und da soll es vor allem um das Thema Haldown gehen, weil für viele ist das Wort ja nicht so ganz nachvollziehbar, beziehungsweise ich glaube, es wird häufig irgendwie in dem falschen Kontext gesehen. Haldown kann viele Sachen bedeuten. Haldown kann vor allem bedeuten, dass ihr eure Wanne versteckt, nur mit dem Turm operiert. Haldown kann natürlich aber auch bedeuten, dass ihr besonders viel Gun Depression habt, eure Wanne versteckt, indem ihr quasi den Geschützwinkel eures Fahrzeuges bis zum Maximum ausnutzt. Und es gibt viele unterschiedliche Formen des Haldown-Gameplay. Grundsätzlich ist die optimalste Form natürlich die von starker Turmpanzerung, maximale Gun Depression nutzen und dann dem Gegner ein so kleines Angriffsziel zu bieten wie nur möglich und trotzdem seine Kanone sprechen zu lassen. Dafür prädestiniert ist zum Beispiel ein Super Conqueror oder noch extremer der Kranwahn oder sowas wie einen UDES 1516 in STB-1. Dann gibt es aber auch zum Beispiel Fahrzeuge wie den TNH VZ51, den wir hier gerade fahren. Der hat zwar nur 7 Grad Gun Depression, dafür hat er aber einen extrem harten Turm und auch diese kleine Kommandantenluke ist sehr, sehr schwer zu treffen. Auch dieses Fahrzeug kann man wunderbar Haldown spielen, halt nicht in diesem extremen Bereich wie ein Kranwahn oder ein Super Conqueror. Das muss einem immer klar sein. Das oberste Ziel sollte aber sein, dass man immer seine Wanne versteckt und nur mit dem Turm operiert und je weniger Gun Depression ein Fahrzeug dann hat, umso besser müsst ihr euch natürlich an das Gelände anpassen. Ich will auch, um das Thema Haldown-Meter vielleicht nochmal ein bisschen mehr in den Fokus zu rücken, jetzt nochmal mit euch darüber sprechen, wenn wir uns beide Teams angucken, welche Fahrzeuge sind denn jetzt hier prädestiniert für Haldown-Gameplay? Fangen wir mal mit unserem Team an, BZ75, der steht hier neben uns, der hat eine gute Gun Depression, der ist natürlich auch Haldown geeignet, aber er hat obendrauf rechts und links zwei Kommandantenluken, die extrem einfach zu treffen sind und dann in der Mitte auch noch. Das heißt, er muss schon den Anstellwinkel seiner Kanone extrem ausreizen, um diese Weak Spots so gut es geht zu verschleiern. Danach haben wir den Super Conqueror, ich denke, den brauche ich nicht weiter vorstellen, 10 Grad Gun Depression, eine extrem gute Turmpanzerung. Wir haben einen UDES 1516, ich glaube es sind 12 Grad Gun Depression. Wenn der Siege-Modus aktiviert ist, dann hat er auch eine wahnsinnig gute Turmpanzerung und einen heftigen Autobounce-Winkel. Naja, dann haben wir sowas wie einen FV, der hat zwar 10 Grad Gun Depression, kann man da wirklich von Haldown sprechen? Nein, ich würde sagen nicht. 50 TP, ja, ich glaube es sind immerhin 8 Grad Gun Depression. Wenn man die Wanne versteckt, dann kann man auch mit dem ganz gut Haldown spielen. Hat halt auch einen harten Turm, aber einen einfach zu treffenden Kommandantenspot. 50-120, auch hier kann man durchaus von Haldown-Fähigkeiten sprechen, weil er 10 Grad Gun Depression hat, aber ähnlich wie beim FV, der Turm ist halt Butter und wenn ihr da getroffen werdet, dann seid ihr relativ schnell Game Over. Chieftain P, der steht hier neben uns, der hat auch 10 Grad Gun Depression, eine Kommandantenluke, aber auch für den gilt, man sollte immer versuchen, nur mit dem Turm zu operieren. Emil 2, ja, für den gilt das gleiche wie für den Kranwahn, auch heftiger Haldown-Panzer. Machen wir das Ganze jetzt mal ein bisschen weiter. Hori, auch ein guter Haldown-Panzer, 60 TP, guter Haldown-Panzer, IS-7, 121B nur bedingt, weil nur 5 Grad Gun Depression, Objekt 140, 7 Grad Gun Depression, aber auch nur bedingt, aber auch mit denen sollte man immer versuchen, seine Wanne zu verstecken. AI Phase 1 natürlich ein super Haldown-Fahrzeug, AMX ein super Haldown-Fahrzeug, Conqueror auch hier in Emil 2. Also ihr seht schon, worauf das hinausläuft. Diese Haldown-Meter, von der immer alle sprechen, die ist tatsächlich keine Utopie, sondern sie ist sehr präsent im Tier 9 und Tier 10 Bereich. Auf anderen Tierstufen im Tier 8 nähern wir uns da auch schon regelmäßig an. Ich würde mal so sagen, alles unter Tier 8, da haben wir noch viele Fahrzeuge, die man sowohl am Turm als auch in der Wanne stark penetrieren kann. Da geht es um andere Werte. Da geht es vor allem, da kommen die stärksten Panzer eher über die DPM und über ihre Feuerkraft plus die HP. Ich denke da an sowas wie einen Panther, an sowas wie einen Tiger 1, die keine Haldown-Fähigkeiten haben, aber die zumindest genug HP und genug Feuerkraft haben, um sich zur Wehr zu setzen. Und um das Ganze nochmal ein bisschen
zu veranschaulichen, das, was wir jetzt so theoretisch ein bisschen angedonkt haben. Ja, schauen wir uns hier zwei Runden an. Die Runden sind mit einem Free-to-Play-Account gespielt, weil ja auch viele immer sagen, ja, hier, ne, Maus zeigt immer nur mit seinem Hauptaccount, wo er 12.000 Premium-Spieltage hat und alle mit erbeutetem Equipment ausgestattet sind. Hier haben wir Standard-Equipment verbaut. Ich habe einen vertikalen Stabilisator, ich habe eine Lüftung und ich glaube, es ist noch eine Härtung drauf. Hab mir jetzt erstmal ein schönes Brett vom 60 TP gefangen. Westfield ja natürlich auch eine dieser Karten, wo man seine Halldown-Fähigkeiten extrem gut nutzen kann. Aber man natürlich auch einen gehörigen Respekt haben sollte vor den Gegnern, wie sowas wie einem Conqueror, dem I-Face One, einem Emil 2. Ja, es sind alles keine Gegner, die man auf die leichte Schulter nehmen sollte. Auch ein 60 TP im Übrigen hat sich jetzt in letzter Zeit sehr gut bewährt, weil er halt diesen fetten Alpha-Schaden hat. Und weil er natürlich auch ja, eine gute Turmpanzerung hat, guten Geschützrichtwinkel, ich glaube es sind 8 Grad. Und da seht ihr natürlich ziemlich schnell, ziemlich alt aus. Mit dem TNH muss man dann immer gucken, gerade wenn man gegen viele Panzer spielt, die mehr Gun Depression haben, dass man ja, eher unvorhersehbar bleibt, dass man seine Warne trotzdem versteckt und dass man dann vielleicht auch Ziele identifiziert, wie sowas wie ein 705, das noch weniger Gun Depression hat, ja, wo man jetzt hier zum Beispiel den Kollegen auf Kette stellt. Da hier nochmal ein schöner Schuss vom RV in die Seite. Also auch immer mit Trackshots arbeiten, wenn die Gegner, die wenig, und das ist dann wieder eine Skill-Issue-Geschichte, ja. Also, wenn ihr gegen Gegner fightet, die wenig Gun Depression haben, und gerade bei unerfahrenen Spielern, die, ja, man nennt das dann überpieken, die fahren dann häufig so weit raus, um diesen einen Schuss zu machen, und wenn ihr sie dann am höchsten Punkt auf der Hügelkuppe trackt, und im besten Fall dann vielleicht mit dem Autoloader oder wenn so ein Super Conqueror neben euch steht, die dann nochmal auf Kette setzt, dann kann man in der Regel ganz gute Ergebnisse einfahren. Jetzt hier, E7 habe ich auch mit dem ersten Schuss versucht auf Kette zu setzen. Ist auch getrackt worden, nur leider hat er dann reparieren können. Wir haben jetzt halt das Problem, dass das Gegnerteam viel mehr Panzer hier oben hochgeschmissen hat und unser Super Conqueror wird da gerade massiv unter Druck gesetzt. Ich wollte jetzt hier eben gegen den E7 helfen und wollte mich hier auch so ein bisschen lösen. Arti schießt Gott sei Dank vorbei. Super Conqueror kann da, ja, zumindest noch teilweise überleben. Ich muss ihm jetzt irgendwie versuchen zu helfen. Irgendwie habe ich mich hier so ein bisschen wie die Feuerwehr gefühlt. Erst auf der Flanke geholfen, dann rumverlegt, gegen den E7 geholfen. Jetzt bin ich hier wieder am Start und versuche gegen das Mäuschen zu helfen. Nehme jetzt hier auch das Magazin vom Emil 2. Also der Emil 2 hat es dann vorgezogen, auf mich zu schießen. Umso besser. Somit bleiben wir beide am Leben. Sowohl der Conqueror als auch meine Wenigkeit. Oh, und das Mäuschen wird jetzt hier von unserem 261 rausgenommen. Zwei Artis auf Westfield ist natürlich auch mal ein bisschen unangenehm. Oh, der Conqueror. Wir haben seine Kanone im Spiel gelassen. Jetzt können wir gucken. Der Emil 2 hat jetzt ein Problem. Er wird jetzt von beiden Seiten angegangen. Leider wurde der Conqueror jetzt rausgenommen, unser Super Conqueror von der Arti. Aber ich glaube, was man hier jetzt ganz gut mitnehmen konnte. Wir hatten nur 7 Grad Gun Depression. Wir haben jetzt auch nicht viel mit unserer Panzerung geblockt, aber ich bin wieder, immer wieder überraschend auf einer Seite aufgetaucht, habe mich dann wieder rausgezogen, habe dann auf meine Chance gewartet. Und wenn ihr feststellt, in dieser Halldown-Meta, auch das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das machen nämlich viel zu viele Leute falsch, wie zum Beispiel das 705, was wir gerade gesehen haben. Wenn ihr feststellt, ihr habt eine ganze Menge Gegner dabei, die entweder deutlich mehr Gun Depression haben als ihr oder eine viel, viel bessere Turmpanzerung oder im schlimmsten Falle beides, wie zum Beispiel einen Emil 2, einen Super Conqueror etc. pp., dann müsst ihr immer Positionen finden, wo ihr zu euren Gunsten fighten könnt, wo der Gegner quasi nicht den Vorteil hat, dass er euch komplett auseinandernehmen kann und ihr dürft nicht den Fehler machen, wenn ihr derjenige seid mit weniger Gun Depression, diese Geschichte wie beim 705, dass ihr über die Hügelkuppe rüber piekt, um diesen einen Schuss zu machen und euch dann an der höchsten Stelle tracken lasst, weil ihr könnt euch nicht wehren und ihr werdet ruckzuck abgefarmt, weil ihr natürlich auch eure ganze Unter- und Oberwanne preisgebt. Also das zwei wichtige Sachen. Wenn ihr Gegner habt, die mehr Gun Depression haben, dann versucht
Positionen zu finden, wo ihr das Ganze gut kontern könnt. Und im besten Falle, wenn Leute sich dann unerfahrenerweise an bestimmten exponierten Positionen zur Schau stellen, dann tracken und rausnehmen. Ja, und das zweite Beispiel, was ich euch mitgebracht habe, da sitzen wir wieder im Conqueror. Den habe ich euch ja erst letzte Woche mitgebracht, wo wir Vardy gespielt haben mit über 6000 Schaden. Wer das Video noch nicht gesehen hat, das passt auch perfekt hier in dieses Thema. Das Video hieß, ein guter Panzer ist die halbe Miete. Und natürlich gilt das gerade in so einer Haldometer. Wir sind im Übrigen unterwegs mit Stan im Platoon. Er fährt einen der vermeintlich schlechtesten Panzer im ganzen Spiel, den Patton Tank. Ja, und ich habe mich dazu entschieden, hinten in eine Haldown-Position reinzufahren. Wir haben einen Super Conqueror, einen IS-7 und einen IS-4 in unserem Team, aber der Super Conqueror entscheidet sich jetzt in den Norden zu fahren. Für mich nicht ganz nachvollziehbar, weil es gibt ja hier eigentlich nur eine Position, die man spielen möchte mit so einem Panzer wie einem Conqueror oder Super Conqueror. IS-7 und IS-4 sind natürlich beide nicht dafür gemacht, an dieser Position, wo wir jetzt hinfahren, zu fighten, sondern die müssen sich irgendwie andere Wege ausdenken. Ganz fairer Schuss hier mit Heat durch die Spaced Armor aufs Engine Deck irgendwie, guckt euch dann nochmal schnell reingezaubert. Aber diese Position, wo ich jetzt hier reingefahren bin, die ist natürlich optimal. Der IS-7 ist sehr, sehr motiviert, IS-4 kommt nicht mit und für den IS-7 müssen wir jetzt quasi als Geleitschutz herhalten. Für euch ist ganz wichtig, ihr solltet diese Hideout-Position dann aber auch nicht aufgeben. Ja, wenn die Gegner den IS-7 pushen wollen, okay, dann sollen sie es tun. Der gegnerische Super Conqueror macht da auch direkt ernst. Ich weiß nicht, was mit ihm nicht stimmt. Ich habe ihn jetzt hier versucht, auf Kette zu stellen. Na, immer für die Tracks Aim. Ich kann das gar nicht oft genug erwähnen, ob ihr Hideout-Fahrzeug seid oder nicht. Spielt eigentlich gar keine Rolle. Jetzt wollen sie hier alle unseren IS-7... Ich habe gerade... Entschuldigung. Ich habe eine Haldown-Allergie. Nein, Spaß. Also, der IS-7 hat das sogar sehr, sehr gut überlebt. Der wird jetzt angegangen. Ich habe mich jetzt einfach dazu entschieden, mich hier einzufangen, um dem Gegner noch weiter einzuschenken. Ihr solltet jetzt auch nicht so eine falsch verstandene Kameradschaft entwickeln, ja? Also jetzt da auch so reinkrachen wie der AI Phase 1. Der IS-7 kann da vorne sehr, sehr gut spielen. Und auf der anderen Seite kann er sowieso hier eure Position nicht bespielen. Aber wenn ihr jetzt auch nach da vorne fahren würdet, dann würdet ihr im Prinzip die ganze Stärke eures Panzers aufgeben. Und das ist die Turmpanzerung, das sind die 10 Grad Gun Depression. Das ist nicht die Wanne. Und gerade bei einem Conqueror, Super Conqueror, kennen vielleicht viele von euch. Wenn ihr da dann in die Wanne getroffen werdet, ist auch regelmäßig das Ammo-Rack weg. Das heißt, die Chance von den Gegnern, euch am Turm zu penetrieren, ist beim Conqueror leider auch nicht zu gering. Aber... wie gesagt, beim Turm passiert in der Regel nicht so viel an Modulschaden. Wenn ihr euch aber im Conqueror oder Super Conqueror an der Wanne treffen lasst, ist in der Regel entweder der Fuel Tank oder das Ammo-Rack im Arsch. Ich denke, das werden viele von euch wissen. Deswegen, oberste Prämisse, immer Hideout bleiben, immer hinten bleiben und die Hideout-Position nicht zu schnell aufgeben. Ihr tut dem IS-7 damit auch keinen Gefallen, wenn ihr dann euch da rein wastet, ruckzuck euer Ammo-Rack weg ist, ruckzuck euer Panzer weg ist, weil dann, ja, dann könnt ihr sowieso knicken. Und der IS-7 da vorne, er ist halt Top-Tier-Heavy, es tut mir dann auch leid, wenn die Gegner da so krank reinjodeln. Also zum Beispiel jetzt das 705. Auch dem müssen wir jetzt hier erstmal noch eine Schelle geben. Und jetzt kommen die Gegner hier nach vorne gejodelt. Also es ist natürlich so, dass man sich gefreut hätte, wenn der Super Conqueror auch mit hier gewesen wäre. Der hat natürlich nochmal eine viel, viel stärkere DPM. Aber gerade wenn die Gegner dann jetzt diesen Bereich hier anfahren bzw. pushen wollen, dann könnt ihr natürlich zuschlagen. Für die Leute, die sich fragen, mit was für einer Ausrüstung bin ich hier auf dem Conqueror unterwegs. Ich habe hier eine Härtung drauf, eine Standardhärtung. Ich habe einen experimentellen Turbo und einen Standardansetzer hier drauf. So, und jetzt will mich hier der 60 dp pushen. Seine Bewegung ist aber relativ limitiert. Ich kann ihm da oben in seine Kommandantenluke reinschießen. Er will es unbedingt und stellt jetzt fest, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich bin aber abgerutscht. Er hat mir noch einen Schuss mit Heat durch den Turm gegeben. Aber jetzt müsst ihr wieder auf die Kette aimen und ihn einfach mal im Wasser auf Kette stellen. Maximaler Disrespect. Und jetzt wisst ihr, okay, er schafft es nicht.
Er säuft ab. Also, er hat alles nochmal für diesen einen Schuss gegeben, sei es ihm gegönnt oder auch nicht. Er hat dafür jetzt quasi mit dem Tod durch Ertrinken gezahlt. So, ich weiß jetzt gar nicht, warum meine Nase jetzt nach dem Nieser so läuft. Also, ich würde sagen, wir haben hier die Flanke gut gehalten, indem wir aber auch uns nicht aus unserer Halldown-Position rausbewegt haben. Gerade wenn ihr feststellt, okay, der Feinddruck ist extrem stark da. Warum solltet ihr die Position aufgeben? Wie gesagt, es ist viel wichtiger, dass ihr eine konstante Bedrohung darstellt, dass ihr dann letztendlich hier und da natürlich mal einen Schuss tanken. Klar, haben wir gemacht, aber wir haben die Stärke unseres Panzers nicht aufgegeben. Auch das gehört zu dieser Meta dazu, dass ihr immer versucht, den höchstmöglichen Gefechtswert auszuspielen von eurem Panzer. Und deswegen habe ich ja auch gesagt, ein guter Panzer ist die halbe Miete. Selbst wenn ihr jetzt hier gegen 10er fightet, ist der Conqueror immer noch ein absolut ernstzunehmender Gegner. Und die Gegner müssen euch dann da auch erstmal rausbekommen, während ihr einen Schuss nach dem anderen aus einer gedeckten Position raushaut. Das ist schon, wirklich legitim. Und dann kann man zum Schluss hier auch nochmal reingehen und sich vielleicht noch ein bisschen Bonusschaden abholen. Oh, das Gunhandling vom Conqueror ist natürlich auch nicht von schlechten Eltern, ganz klar. Da darf man dann sich auch noch mal ganz kurz ein bisschen gönnen, noch ein paar Kills mitnehmen. Also wie gesagt, auch wer das Video nicht gesehen hat mit dem Conqueror auf Vardy, es läuft auch auf einem Free-to-Play-Account hervorragend. Dafür muss man jetzt kein Premium-Account haben. Man braucht kein Bond-Equipment, man braucht kein erbeutetes Equipment. Es funktioniert auch mit Standard-Equipment, solange ihr quasi immer berücksichtigt, dass ihr zu euren Gunsten fightet, dass ihr den maximalen Gefechtswert eures Panzers auch durch die Wahl eurer Position nochmal boostet und dann natürlich in so Situationen, wie wir gerade hatten, sowohl auf Westfield als auch jetzt auf dieser Karte versucht, eure Top-Tiers so gut es geht zu unterstützen. Und damit gucken wir nochmal auf die Postgame-Stats. Ja, und die erste Runde, die ihr gesehen habt, das war die dritte Gunmark auf dem TNH VZ 51 erster Klasse. Wir haben 1586 Spotting gemacht, 4817 Schaden, 2 Kills. Also es war jetzt nicht die Überrunde, ganz klar, aber ich denke, das Prinzip ist klar geworden. Und wie gesagt, im Gegnerteam waren jetzt schon viele Panzer auch dabei, die durchaus sehr, sehr gute Halldown-Fähigkeiten haben. Zum Teil natürlich auch deutlich bessere. Und ich glaube, wir haben hier genau den richtigen unterstützt. Der Super Conqueror hier, der hat stark und hart gefightet. Und da kam, glaube ich, unsere Unterstützung ganz gelegen. Dann schauen wir nochmal auf die zweite Runde. Das war ein Panzerass im Conqueror. Wir haben 1477 Unterstützungsschaden geholt. 5404 Schaden, 4 Kills. Gucken wir hier ganz kurz drauf. Ich würde sagen, der E7 hatte da vorne, gemessen an dem, was ihn da alles gejodelt hat, auch eine gute Runde. Wir hatten, denke ich, eine sehr gute Runde. Und der Super Conqueror, ich denke, diese Art von Ergebnis war eigentlich schon klar, als man gesehen hat, in welche Richtung er gefahren ist. Manchmal kann man schon einfach daran erkennen, für was für eine Flanke sich Leute entscheiden in der jeweiligen Matchmaking-Situation, dass sie keinen Plan haben von ihrem Panzer. Also auch hier bin ich trotzdem sehr dankbar für dieses Beispiel, dass man einfach dann auch gesehen hat, ja, der Panzer kann noch so krass sein und der Super Conqueror ist unbenommen wahrscheinlich derzeit der stärkste 10er Heavy, den wir haben. Auch, und da lehne ich mich jetzt weit aus dem Fenster, auch noch vor dem Chieftain und dem 279 ist der Super Conqueror einfach derzeit noch das Allerstärkste, was auf Tier 10 zu finden ist, gerade für Randoms. Und wenn man aber als Spieler nicht die Fähigkeiten hat und nicht die Übersicht und nicht die Map-Kenntnis, seinen Panzer auch mit dem mit der Position in das Gefecht reinzuholen und den Gefechtswert quasi dadurch auch maximal zu steigern, dann kommen halt auch solche Ergebnisse zustande. Und man geht am Ende auch mit einer super Waffe mit 0 Schaden aus der Runde. In dem Sinne hoffe ich, dass ich euch einen kleinen Mehrwert bieten konnte. Ich hoffe, dass ich das ganze Thema Halldown nochmal ein bisschen zufriedenstellender für den einen oder anderen, der sich immer fragt, was ist das jetzt eigentlich alles so genau? Ja, also, es gibt viele Panzer, die Halldown-Fähigkeiten haben, aber je weniger Gun Depression
ihr habt oder je weniger Turmpanzerung ihr habt, umso vorsichtiger müsst ihr sein oder ihr müsst halt Positionen finden, wie wir das mit dem TNH angeschaut haben, die zu euren Gunsten laufen und nicht zugunsten des Gegners. In dem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen, denkt an den Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Haut rein!